und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Vlogs. Schön, dass ihr am Start seid. Wie einige von euch wissen, tanze ich ja wirklich für mein Leben gern. Durch die Nacht, durch die Clubs und auch manchmal auf der Bühne mit Doris Dean. Allerdings ist mir das noch zu wenig. Ich habe weiter recherchiert und habe herausgefunden, dass es in Düsseldorf eine Tanzaudition gibt, wo sogar Menschen mit Behinderung, also KünstlerInnen mit Behinderung, explizit mit eingeladen worden sind. Und was das gibt, das sehen wir jetzt. So, ihr Lieben, fast da. Ich zeige euch mal das Gebäude. Das Ganze findet nämlich im Tanzhaus NRW statt. Und zwar hier in Düsseldorf. So, dann gucken wir mal, wo die Audition stattfindet. Direkt, Leute. Drückt mir die Daumen bitte, dass ich das nicht so doll verkacke, okay? Hallo! Da wartet schon die Crew. Hallo, Gerda. Hallo. Na, du? Ja, wie läuft das jetzt ab? Was muss ich machen? Ich bin jetzt erwarten? Mal hier. Celine, jetzt bist du. Hi. Hallo, Celine. Freut mich. Hi. Freut mich auch sehr. Zusammen mit dem Audition machen. Ja. Okay. Und ich würde jetzt mal sagen, ziehst du erstmal um? Ja, ich habe extra Tanzklamotten dabei. Ja, super. Jetzt geht's los. Ich bin jetzt umgezogen. Und es ist wirklich super heiß hier drin. Hier sind noch 3 oder 4 andere Audition-Teilnehmer. Und ich bin ganz gespannt, was mich jetzt erwarten wird. So Leute, ich habe mir jetzt mal die Jana geschnappt. Sie nimmt heute auch bei der Audition teil. Jana, weißt du ungefähr, was jetzt ablaufen wird? Warst du schon mal irgendwie in einer Audition? In einer Tanz-Audition war ich noch nicht. Okay. Und deshalb mal gucken, was passiert. Aber diese Audition ist dafür da, um in dieses MADE-Programm reinzukommen. Genau. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was dieses MADE-Programm ist? Also es ist eine Mixed Able Tanzausbildung. Wie ich das verstanden habe, ist das wirklich die erste Plattform für KünstlerInnen mit Behinderung, so eine Tanzausbildung absolvieren zu können, auch in Deutschland. Ja, genau. Wir sind live dabei. So, es geht gleich los, Freunde. Und ist das ja so, dass man sich unbedingt aufwärmen muss, damit man sich nicht verletzt. Bei mir ist das so, wenn ich aus dem Rollstuhl gehe, muss ich immer darauf achten, dass mein Rollstuhl so steht, dass er nicht im Weg steht. Den ja sonst vom Boden aus nicht mehr steuern kann. Genau. Ja. Dann wollen wir mal, Freunde. Eigentlich bin ich schon aufgewärmt. Aber das ist halt total wichtig für die Muskeln und für die Sehnen. Gerade wenn ich die ganze Zeit im Rollstuhl sitze, ist das halt alles überhaupt nicht beansprucht. Und sobald ich aus dem Rollstuhl rausgehe und das Ganze mal in Anspruch nehme, merkt man das halt sofort. Leute, ich schwitze jetzt. Ich habe jetzt die Gerda bei mir sitzen und wir haben mal ein bisschen Zeit zum Quatschen. Und Gerda ist die künstlerische Leiterin von DINA 13, der Tanzkompanie. Und sie hat quasi dieses Programm gegründet. Ja, als ich vor 24 Jahren angefangen habe, gab es gar nichts. Es gab keinen Tänzer mit Behinderung auf der Bühne, das war völliges Neuland. Und es war natürlich damals eine große Herausforderung, weil andere Tanzschaffende gedacht haben, das geht doch gar nicht oder das ist, entspricht nicht der Ästhetik von Tanz, nicht der Perfektion. Ja, es war ein langer Weg bis hierher, dass wir jetzt bis so weit gekommen sind, dass ein Ausbildungsprogramm stattfindet. Das ist, es ist großartig. Alles klar, vorbei. Es geht weiter, Leute. Erste Aufgabe ist...
Oh Gott, guckt euch meine Knie an. Das war so eine dumme Idee. Ich habe gedacht, es ist heiß. Kübra, was machst du? Ziehst du eine kurze Hose an? Richtig dumm einfach. Aber aus Fehlern lernt man. Ich finde immer, so Tanzen sieht bei anderen viel, viel schöner aus, als man das bei sich selbst denken würde, oder? Geht es euch auch so? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Wir probieren Circle mit dem Körper zu machen und wir sehen, wie können wir den Raum auch bewegen. Und es ist super interessant, wir können sehen, die verschiedene Fachqualität. So, es ist nicht immer, es ist nicht nur die Körper in die Wheelchair, aber sie geht mit zusammen. So, der erste Teil ist vorüber und wie ihr gesehen habt, haben wir uns alle ganz unterschiedlich bewegt, weil wir auch alle ganz unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben. Genau darum geht es hier heute, und zwar zu gucken, wie können wir in unserer Unterschiedlichkeit trotzdem gemeinsam tanzen. Und wie sieht das eigentlich bei euch aus? Tanzt ihr? Und wenn ja, würdet ihr euch vorstellen können, in so einer Mixed-Able-Company zu tanzen? Schreibt mir das in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Und jetzt geht's weiter. Kleine Mini-Choreo. Mini-Choreo. Okay. So, es ist gut jetzt, wenn du probierst mal 1000 Times die gleich. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Aber trotzdem, weißt du, wenn du noch zum Beispiel nur mit Kopf arbeiten, die ganze Körper kann auch bewegen. Ja. Ich habe danach so Muskelkater, dass ich will noch gar nicht dran denken. Das heißt für dich. Okay. So, mach einfach und dann guck mal. So, hältst du erst den Kopf erst den zweimal Kopf. Allein? Ja, ich würde dreimal, ich glaube dreimal. Okay, so zwei und vier. Und vier, okay, klar. Das ist voll die Beyoncé-Choreografie. Jetzt los, jetzt zeigen wir unsere Choreografie. Ich habe 3 Stunden durchgehalten. Oh mein Gott, war das anstrengend. Ich schwitze so krass. Ich glaube, ich werde morgen so heftigen Muskelkater haben. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ihr arbeitet ja auf einem krass professionellen Niveau. Aber du musst mir jetzt natürlich sagen, wie ich denn war. Bin ich gut genug? Komme ich in die nächste Runde? Ja, also auf jeden Fall. Das war wirklich gut. Und du hast auch so viel Energie mitgekriegt. Und schon in diese 3 Stunden, du hast mehr Steigerung, ja, genau. Cool. Ja, also auf jeden Fall, das war wirklich cool. Das ist gut zu wissen. Ja. Und ich muss jetzt auch noch mal sagen, wie geil dieses Programm ist, wie wichtig es ist, dass es diese Möglichkeit gibt für Menschen mit Behinderungen, dass sie eine Ausbildungsmöglichkeit haben im Bereich Tanz. Und das gibt es einfach bisher noch gar nicht. Ja. Und dafür ist Made so ein tolles Vorbild. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Cool. Und wenn euch das Video gefallen hat,
dann gebt uns einen Daumen oben, kommentiert fleißig, ob ihr selber tanzt, ob ihr euch vorstellen könnt, in einem Mixed-Abled-Ensemble selber mitzuspielen und wie ihr das Ganze findet eigentlich. Schreibt uns das in die Kommentare, stellt das Glöckchen auf ein, damit ihr kein Video mehr verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!